bin heute in Dessau-Roßlau und spreche zu dem Thema 100 Jahre Bauhausjubiläum im Jahre 2019. Das Bauhaus in Dessau geht zurück auf den Architekten Walter Gropius, der nach dem Wegzug des Bauhauses aus Weimar seine Arbeit mit der Hochschule für Gestaltung an der Elbe fortsetzte. Ich möchte die bestehenden Vorbereitungen der Stadt und des Landes zum 100-jährigen Jubiläum im Jahre 2019 durch meine Arbeit im Deutschen Bundestag verstärken. Das ist eine einmalige Chance, den nationalen und internationalen Fokus auf Dessau-Roßlau zu lenken, egal wie die Stadt in Zukunft heißen wird. Ich möchte einen Bundestagsantrag zum Jubiläum auf den Weg bringen, um Bundeszuschüsse für die Kultursituation vor Ort, das Tourismusmarketing, die touristische Infrastruktur und ein Bauhausmuseum zu bekommen. Das betrifft auch zusätzliche Mittel für den Städtebau, um barrierefreie und energetisch höchstmoderne neue Meisterhäuser und Meistersanierungen zu fördern. Diese sollen mit dem Bundesumweltamt in Dessau-Roßlau entstehen, was dort seinen Sitz hat. Ich habe bereits an zwei erfolgreichen und parteiübergreifenden Bundestagsanträgen zum 500. Reformationsjubiläum im Jahre 2017 für Wittenberg und Deutschland mitgewirkt. Diese Erfahrung will ich nun für das 100. Bauhausjubiläum mit einbringen, zusammen für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin als Kernländer. Das bringt Jobs, entlastet den Kulturhaushalt unseres Landes und stärkt die touristische UNESCO-Route Luther Bauhaus Gartenreich. Und es verbessert zudem unsere Wohnsituation in Dessau-Roßlau. Helfen Sie mir, diese herausragende Chance für Dessau-Roßlau zu heben und helfen Sie mir, Dessau-Roßlau in den internationalen Fokus zu setzen. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.